So, Freunde, wir sind auf dem Dach angekommen. Auf dem Dach gibt es ganz viele Sachen, die gucken wir uns jetzt an. Wir nehmen uns zum ersten Mal das hier raus da. So ein Papierfetzen. Und dann ist hier ein Schloss. Das ist gar nicht echt. Nur so ein Schachtelteufel, der dich erschreckt. Schachtelteufel, dann nehmen wir uns hier eine Trompete. Oh, das ist das Yachthorn. Das sah zum ersten das aus... Zum Anfang sah es aus wie ein Seil, war aber dann wohl doch ein Yachthorn. Diese Schachtel ist irgendwie seltsam. Ja, die alte Schachtel, Bruder. So, gibt's hier sonst nochmal? Ich will doch nur einen vergessenen Moment und ein Stückchen Papier. Irgendwo ist doch bestimmt eins hier. Kann ich da sonst nichts angucken? Alter, ich kann sonst nichts angucken. Dieser enttäuschende Dachboden. Aber gut, wir haben ja das Geistermädchen. Ich weiß nicht, ob das auch das aus dem Spiegel war. Und ich bin natürlich ein bisschen zu viel in der Zeit herumgereist. Nur so ein Schachtelteufel, der dich erschreckt. Und deswegen habe ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit verkackt. Ich hoffe, das passt noch. Gut, also wir gucken mal. Ich vermute immer, dass ich hier noch 1000 Sachen irgendwo vergessen habe, weil die ja so schwer versteckt sind. Habt ihr ja schon gesagt, man muss immer extrem aufpassen. Und vermutlich habe ich es jetzt zeitlich auch schon wieder verkackt. Also wir gucken mal, ob das noch möglich ist, weil ich ja wahrscheinlich jetzt wieder an Orte hin muss. Da ist ein Fenster. Wenn wir doch nur hinaussehen könnten. Versuch doch mal, die Kisten zu stapeln. Okay, what is this, boy? Okay, ist wieder so komplett verrückt. Achso, wartet, ich muss erst wieder hier gucken. Ein alter Computer. Oh, wow, da können wir ein bisschen Diese was zocken. Diese Kisten gehören dem Grafen. Dem Grafen also? In jeder Kiste ist ein chemisches Element. Also der Graf hat also Kisten, in dem ein chemisches Element ist? Die Kisten müssen nach den Ordnungszahlen der chemischen Elemente sortiert gestapelt werden. Ah, die Kiste mit der höchsten Ordnungszahl muss unten stehen. Ah. Und die Kiste mit der niedrigsten Ordnungszahl muss ganz nach oben. Ja, Chemie, habe ich ja richtig Bock drauf. So, was ist jetzt hier? Ich muss immer nur warten, ich will endlich diesen komischen... In jeder Kiste ist ein chemisches Element. Moment der verlorenen Seelen haben hier. Sieht aus, als ob der Computer immer noch funktioniert. Naja, klar. Loading. C-Loading also, ja? Aha. Mhm, okay. Meine Chemietabelle. Okay, ja, gut, gut. Sollte ich hinkriegen. Wartet mal. So? Genau, dann. Ach so, nee, warte mal. Oder was haben wir denn? Was haben wir denn? Ach, jetzt muss ich nochmal gucken. Aber so ganz auswendig, weiß ich das natürlich auch nicht mehr. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht machen wir uns ganz intelligenterweise mal eben einfach hier ein Picture. Wer es von euch noch auswendig weiß, der ist wirklich, der hat Naturwissenschaft, hat er studiert. Oder zumindest war er in der Schule halt besser als ich. So. Also, wir fangen an so mit der Grundlage oder was. Müssen wir mal gucken. Er hat gesagt, mit der höchsten Ordnungszahl unten, oder? Glaube ich, meine ich, hat er gesagt. Dann müssten wir jetzt mal gucken, was haben wir denn? CHU. Da müsste ich hier... So, nee, warte mal, das muss weg. Nein! Das ist ja falsch. Was? Ja, aber... U ist doch noch weiter unten. Ist das richtig, wenn er das da hinsetzt oder was? Weil. C ist doch 6. Und H ist 1, ne? Ja, genau. Ja, ach so. Ja, dann war doch. Dann so. So, so, so. So und so. Jetzt kommst du an das Fenster. Ja. Ja. Weiß doch. Bin doch Chemiker. Bin doch ausgebildeter Chemieprofessor, falls ihr das noch nicht wusstet.
Ich habe immer noch nicht mein Zeitding. Ich brauche Zeit. Ich finde hier immer diese Zeitdinger nicht. Dies ist wirklich ungeheuerlich. Das ist ein altes Dachfenster. Ja, ja. In jeder Kiste ist ein chemisches Element. Ja, warum ist hier auch gar kein irgendwo ein Papier oder so ein Schnipsel? Es gibt so viele Sachen, die noch irgendwo versteckt sind, in irgendeinem kleinen Winkel von irgendwas. Aber man muss sich immer da lange aufhalten, ne? Dann darf man nichts machen, man muss immer lange rumstehen. Man muss irgendwo Zeit vertändeln, damit man dann Zeit bekommt. Komm aber sofort wieder zurück, Max! Oh, und da oben ist sie. Es ist gefährlich, auf einem Dach herumzuturnen. Ruhig. Du kannst herunterfallen und dich verletzen. Nix. Es ist überhaupt nicht schwer, hier herumzugehen. Genau. Nicht, Max! Pass auf! Einige der alten Ziegel sind lose! Oh, Junge. Da drüben ist etwas. Also ich muss da hinlaufen, oder was? Ah! Habe ich's dir nicht gleich gesagt? Okay. Ah! Oh mein Gott, er ist schon sowas von tot. Oh. Ich habe gerade noch mal überlegt, ob wir nicht noch da hochgucken schnell, ob in dem Spiegelzimmer nicht noch irgendwie... Was ist das denn überhaupt? Oh mein Gott, das ist der Hammer, der zweite Teil. Was ist das hier? Da liegt ja auch was. Nein, oh nein, oh nein. Oh, ich darf jedes Mal neu laden, wenn ich einen Raum mit Absicht verpasse, oder? Das ist, ein absolutes Worst-Case-Szenario. Eine Batterie? Wofür brauche ich denn die? Weil da oben war doch auch dieses Mädchen im Spiegel, oder? Dies ist ein alter Spiegel mit wolkenförmigen Flecken im Glas. Okay, das... Okay, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Kann ich... Warte mal. Ah. Kann ich mit dem Hammer den Spiegel zerhauen? Nein. Gut. Das heißt, aber sie ist weg. Das bringt mir jetzt also gar nichts. Das bringt mir überhaupt nichts. Ich bin jetzt hier hoch und das bringt mir gar nichts. Okay, warte, dann. Aber... Ja, aber die zwei Teile habe ich gebraucht, ne? Ah, die habe ich schon gebraucht. Ah, das ist mies. Jetzt habe ich wieder Zeit hergeschenkt. Okay, aber dann muss ich wieder hier rein, da rein und die Urne kaputt machen. Ich weiß noch nicht, für was ich die Batterie brauche. Ah, dann gehen wir gleich nochmal aufs Dach. Was? Eine wertvolle Porzellanvase. Irgendetwas klappert in der Vase. Ja, mach sie kaputt. Aber hallo. Ja, was? Wieso? Oh mein Gott. Ich dachte, oh, jetzt schon wieder haben wir jetzt Zeit vertrödelt, weil ich da nicht rein darf. Oh, das ist so blöd. Okay, warte mal, dann laden wir nochmal. So. Und dann gehen wir direkt wieder, holen wir uns noch die beiden Sachen. Vielleicht müssen wir noch mal rauf. Ich weiß nicht, ob wir da noch mal rauf müssen. Okay, dann holen wir uns schnell noch mal die beiden Sachen. Weil die brauchen wir auf jeden Fall. Weil die habe ich hier liegen lassen. Das ist halt jetzt einfach so. Da kann man jetzt nichts machen. Oh, das ist auch wirklich blöd, weil da gehe ich ja dann fast runter. Und da gehe ich ja immer hin und her. Wenn ich das Ding nicht krieg. Okay, das Jagdhorn müssen wir wiederholen von oben. Okay, das war im Spielzimmer durch das Ding da durch, gell? Nein! Oh Mann, ich muss auch immer speichern. Nein! Und jedes Mal kostet es mich Zeit. Oh, jedes Mal kostet es mich Zeit. Oh, ist das dumm. Das ist wirklich richtig kritisch. Der Dachboden ist voller alter Sachen. Okay, man nennt so etwas auch Rumpelkammer, Max. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, sind wir schon fast auf dem Dach. Ich weiß dann immer nicht, ob ich nochmal speichern soll. Okay, wir sehen uns gleich auf dem Dach. Gas, die Zeit. Max hat einen vergessenen Moment gefunden. Es hat mich 3,5 Millionen Momente gekostet, da drauf rumzuhampeln auf diesem Drecksdach. Und ich weiß immer noch nicht, wohin. Und jetzt? Komm ich jetzt... Deswegen war ich auf dem Dach? Oder was? Also ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, wo wir jetzt noch hin müssen. Wir können jetzt natürlich dem einen Typen, der seine Trompete reinlegen,
Plus, wir hatten ja mal das Thema mit dieser Pflanze. Und wir müssen ja noch den Trank brauen, wo das Spiel immer abgestürzt ist. Vielleicht funktioniert das mittlerweile, ja? Ja, und ich habe wieder noch eine Salami bekommen. Was hat das Spiel eigentlich mit deinen Salamis? Das verstehe ich ja schon dreimal nicht. Und ich weiß immer nicht, ob ich noch genug Zeit habe. Das ist wirklich furchtbar. So, okay. Mit was schießt er denn? So, jetzt können wir das Treibhaus durchsuchen. Mit was schießt er denn? Zwiebel, Knoblauch, geil. Also muss ich noch gucken. Ah, das schon wieder dann. Das ist gut. Her damit. Ein säuerlicher Geruch von Erde und Blättern zieht durch das Treibhaus. Geil. Pflanzensalat à la Max. Mhm. Eine wunderschöne Blume. Okay. Sonst noch irgendwas? Sonst noch irgendwo irgendwas? Ich denke, ich vergesse sonst wieder irgendwas. Und dann hängt das wieder irgendwo mir nach. Okay, müssen wir irgendwas anpflanzen? Warum habe ich denn Knoblauch? Muss ich Knoblauchsalami machen? In diesem Blumentopf ist Dünger. Dünger? Hm. Wie kann ich nicht jetzt irgendwie die Zwiebel da anpflanzen? Ja. Oh wow, okay, das geht ja wirklich schnell. Okay, ich glaube, sonst mache ich nicht mehr. Kein Papierschnipsel mehr oder so. Ich will da mal keinen Raum verlassen, wenn ich da nicht weiß, ob ich da sicherlich fertig bin. Ah, da konnten wir auch noch nach unten. Da können wir vielleicht unsere Weinflasche auffüllen. Da haben wir doch unser Brecheisen dafür hergegeben, oder? Dann können wir die voll machen. Lass uns eine Flasche füllen. Okay. Und das hier auch? Lass uns eine Flasche füllen. Okay, jetzt haben wir zwei Flaschen gefüllt mit Wein. Aha.